Gut, was ist Architektur? Hat sich sicher jeder gestellt, schon seit immer. Und es gibt eben keine resolutive Antwort dazu. Deswegen ist es eigentlich schon eine Frage, die man sich immer ständig stellt, beim Entwerfen, beim Unterrichten, beim also Aufgaben schreiben und Briefs und überhaupt. Und ich habe mir ein bisschen eine dumme Antwort überlegt, und zwar eine, die sich reimt, also das Architektur ist Kultur. Ich habe gedacht, vielleicht mal damit anzufangen, aber eigentlich ist es schon um Kommunikation auch. Also ist eigentlich meine richtige Antwort. Und ich glaube eigentlich, die zwei ergänzen sich ganz gut, dass eben, also erstens, zunächst mal ist Architektur die Kultur der Kommunikation. Also man muss sich natürlich die eigenen Ideen und Visionen sich selbst kommunizieren und auch definieren und dann auch mit Kollegen natürlich, mit Studenten, mit Politikern und mit Leuten auf der Baustelle, mit Theoretikern und so weiter. Und ich glaube, eben Architektur hat diese ganzen Codes und Kodifizierungen und Strategien, die wichtig sind, eben um Kommunikation instande zu kommen. In unserem Bereich ist es Raum, urbaner Raum, privater Raum, digitaler Raum, virtueller Raum und so weiter und so fort, Materialität auch. Es ist auch natürlich die Kommunikation von Kultur, also Architektur an und für sich als Disziplin existiert, ist auch wichtig, aber ist auch embedded, also integriert in einer größeren Vision, glaube ich. Und da glaube ich, ist sehr wichtig, dass im Architektur nicht Häusl bauen ist oder so verstanden wird, sondern es wirklich als Kultur. Also für mich, Architekturproduktion ist Kulturproduktion. Und in meinem Bereich, also was mich interessiert, eben digitale und Architektur und oder robotische Architektur, was ich auch später ansprechen werde, das ist für mich auch Kulturproduktion. Und man sieht es ja natürlich, wie wir alle jetzt umgehen mit Digitalität und Social Media und so weiter. Also zuerst mal die Bilder, die digitalen Bilder haben Kultur hervorgebracht, und jetzt der nächste Schritt ist eben durch Fabrikation, dass es wirklich Architektur eben im größeren Maßstab auch so Gesellschaft, Society oder sich darin integriert. Aber das wäre sozusagen meine Antwort auf diese schwierige Frage natürlich. Nächste Frage noch in Kürze. Eben, was kann Architektur? Was kann ich Architektur? Das ist auch so eine Frage. Ich würde das eigentlich so beantworten: Was muss Architektur? Oder was soll sie nicht können? Oder eigentlich nein, was sollte sie machen? Für mich ist Architektur ein offenes System. Deswegen, sie kann offen sein und muss auch offen sein. Ich glaube, dass man was kann, ist zu wenig. Man hat schon auch irgendwie der Gesellschaft gegenüber, und eben eine Architektur ist natürlich also der interne Gesellschaft, also nicht der Studentenschaft und den Kollegen, auch eine Responsibility, eine Verantwortung. Und eben diese Offenheit, das heißt, dass man Architektur als solches System versteht, dass es eben offen ist anderen Disziplinen gegenüber, dass man eben unser Wissen in andere Disziplinen überschwemmen machen können und auch umgekehrt, dass man eben Wissen, Knowledge, Expertise aus anderen Disziplinen reinkriegen. Zum Beispiel auch die Industrie. Ja? Da gibt es auch natürlich Know-how, da gibt es R&D, Research and Design, was jedoch nicht diesen theoretischen Ansatz hat, der, finde ich, irgendwie akademisches Research haben sollte. Sie kann auch und soll auch experimentell sein, finde ich natürlich als jetzt Professor am Institut für experimentelle Architektur. Ist es natürlich auch mein Lieblingsmotto momentan, aber ich glaube, das soll auch wirklich so sein. Es muss, also Experiment und Innovation sind sehr stark verbunden. Experiment, experire kommt ja also etymologisch, nicht? Ist auch periculum drin, nicht? Also im Lateinischen ist also danger, also periculum, also Gefahr, nicht? Also es muss auch Gefahr sein, man muss auch Risiko eingehen können, vor allem in der Akademie, aber auch im Gebauten. Ich finde es total schlimm, dass eigentlich Architektur oft weniger kann oder so gelehrt wird, als ob sie weniger könnte, als was sie eigentlich kann. Und ich glaube wirklich daran, dass Akademie oder also das akademische Potenzial viel höher und viel experimenteller sein sollte, als was eigentlich gebaut wird.
Tatsache ist, dass einige Büros eigentlich viel experimentellere Sachen machen, als Studentenarbeiten zeigen. Und das muss total reversibel gemacht werden. Also Architektur kann eigentlich viel mehr, als euch gelehrt wird. Das ist auch ein, was zum Beispiel Sir Peter Cook sagt, es wird immer gelehrt, was man nicht machen soll. Das darf man nicht machen, das kann man nicht machen, das kann man nicht machen. Ich möchte eigentlich lehren, das kann man machen, das soll man machen, das muss man machen. Die nächste Frage, wie positionieren Sie sich im Diskurs der Architektur? Ich habe schon erwähnt, also ich interessiert momentan interessiert mich natürlich digitale Architektur sehr und wegen dieser Fähigkeit der kulturellen Produktion, also die Imagery, digitale hat natürlich, man sieht es in der Werbung, man sieht es im Fernsehen, man sieht es in Filmen, in der Videoindustrie, man sieht es auch ein bisschen in der Architektur. Und der nächste Schritt, also in dem Sinn bin ich ein Neomaterialist, also ich glaube wirklich daran, dass das Digitale nichts mit Cyber und Virtualität zu tun hat, sondern wirklich, dass man die Möglichkeit hat, durch Computation einfach diese Kraft und diese Fähigkeiten der exponentiellen Recherchearbeit durch diese Tools, dass man eben das hat, das jetzt wieder in die Wirklichkeit oder wirklich in die Wirklichkeit umzusetzen. Materialität eben und Robotik auch, also innerhalb der Architekturfakultät möchte ich mich auch oder überhaupt der Universität als Forscher auch irgendwie positionieren. Das habe ich auch bei meinem Berufungsvortrag gesagt, also ohne Forschung, finde ich, ist die Zukunft der Universität gefährdet. Wir sind auch leider dieser Vorahnung eigentlich sehr nahe mit der Finanzierung und Teil meiner Berufung ist es auch ein robotisches Laboratorium zu installieren, eben mit robotischen Armen, wo es eben wirklich darum geht, nicht virtuelle Sachen zu arbeiten, sondern wirklich mit Materialität und Formgebung natürlich und alles, was dazugehört, aber wirklich umzusetzen und in die Wirklichkeit zu bringen. Sonst versuche ich mich zu positionieren auch auf einer theoretischen Ebene. Ich glaube eben, es gibt viel zu wenig Theorie, die vor allem solche neuen Medien und Technologien und überhaupt versuchen zu kontextualisieren. Tools und Mechanismen alleine reichen nicht. Man muss natürlich auch ein theoretisches Skelett finden, wenn man von Evolution der Disziplin und überhaupt von Fortschritt reden muss, glaube ich, ist das eigentlich nicht so unterschiedlich wie ein Baum. Es gibt Verästelungen, natürlich verschiedene Verschiedenheiten, aber die sind innerhalb der Architekturtheorie verbunden. Und wenn man auf dem Ast sitzt und den absägt, dann glaube ich, sollte man lieber auf der Baumseite sehen. In dem Sinn, man kann einfach nicht nur solche Sachen machen, ohne jetzt einen historischen oder theoretischen oder pragmatischen auch Inhalt zu gestalten. Deshalb für mich steht auch dem Hochbau ein sehr starkes historisches und theoretisches Know-how inne, um mittelfristig auch zu agieren und nicht nur versuchen, den neuesten Tools nachzurennen, ohne dass man weiß, warum, wieso und wie, in welcher analogen oder in welcher ähnlichen Art und Weise sie in der Vergangenheit zum Beispiel die Disziplin verändert haben. Ja? Stahlglas hat natürlich diese Disziplin verändert, genau wie Gusseisen, genauso wie das Transparentpapier, genau wie der Bogen und so weiter und so fort. Das ist genau sowas und man muss einfach sehr analytisch auch sehen, sich positionieren, dass man einfach nicht nur Novelty, also absolute Neuigkeit, als Hauptmaxime verwendet, sondern die natürlich auch als in einem längeren Momentum versteht. Und wieder, also mit diesen Verästelungen in Kultur, Soziologie, Materialität oder egal was, es gibt genug Platz auf diesem Raum sozusagen der Architekturevolution für alle, aber wie gesagt, ich glaube der Stamm, also der Disziplin sollte nicht verloren gehen. Und welche ist Ihre Entwurfsmethode? Das ist interessant. Ich muss sagen, ich skizziere nicht. Ich habe auch überhaupt kein Interesse, Studenten Skizzen mehr anzuschauen oder von Leuten. Also ich glaube nicht mehr an die Schönheit der Skizze. Für mich ist es einfach ein zu wenig offenes System, zu statisch. Also ich skizziere schon, aber direkt 3D. Also das 3D-Skizzieren in dem Sinne, dass es einfach nicht, dass das Modellieren oder das Scripting ist jetzt egal.
Also für mich ist eigentlich das Modellieren intimer momentan, aber es ist natürlich offen. Es finde ich sinnvoller, weil es eben nicht dann innerhalb eines Mediums bleibt. Also so ein skizziertes Modell ist ja zugleich auch ein Modell, also ein 3D-Modell in dem Sinn. Ist auch natürlich auch fast ein Rendering, das heißt, wenn man es rendern will, verlangt es eine gewisse Information wie Materialität oder Lichteffekte, Transluzenz, also Vegetation, also ein mehr Informationen und Data, die einfach die Skizze nicht absorbieren kann, weil es geht einfach nicht. In dem Sinne einfach diese Schule der alten Skizzierung, glaube ich, ist auch jetzt wirklich tot. Auch wirklich das Design, das jetzt Design, dass es jetzt über Zeichen geht, über Metaphern, finde ich es auch jetzt tot. Also eine Renaissance, das war irgendwie der Beginn auch der Akademie, auch der Beginn irgendwie der Disziplin als Architektur, eben nicht Skulptur oder Teil der Künste. Und ich glaube, das ist jetzt schon ein Passé und eben, glaube ich, diese Digitalität, diese direkte Feedback-Möglichkeit, die man hat, gibt man die Skizze nicht. Und in dem Sinn ist es auch wirklich ein Träger von zu wenig Informationen für mich, dass die wirklich kommuniziert werden kann. Ja. Habe ich eben gesagt, Architektur ist Kommunikation, also diese Kommunikation. Das Skizzieren ist wichtig, dass man zunächst mal zu sich selbst irgendwie einen Dialog führt, aber die funktioniert auch, aber die hat zu wenig, meiner Meinung nach, direkte strategische Übersetzungsmöglichkeiten. Eine Skizze kann eine Maschine nicht lesen, während ein 3D-Modell eigentlich schon, kann eben nachbearbeitet werden, teilweise von einem Ingenieur oder von einem Mitarbeiter oder von einer CNC-Maschine. Und eben diese strategische, das finde ich wichtig, also für mich ist Entwerfen immer eine Sache der Strategie. Eins, also durch dieses Feedback, dass ich eben zu mir selbst strategisch eine Kodifizierungsmethode finde, die andere auch verstehen. Zweitens, auf einer theoretischen Ebene, Definitionen sind total wichtig für mich, dass man sehr klar, eindeutig Sachen definiert, die man haben will. Auch wenn man nicht weiß, was sie sind, da kann man auch mit Analogien arbeiten. Ich möchte, was ungefähr so ausschaut wie so, oder es erinnert mich an einen so oder so und sowas. Dass man eben wirklich das versucht zu artikulieren, zu definieren, den Eigenschaften Adjektive zu geben, Behavior, das auf der theoretischen Ebene und auch natürlich auf einer sensorial Ebene, auf einer, also der Sinnes, das muss sinnlich sein. Die Skizze hat natürlich eine gewisse Sinnlichkeit, aber die ist beschränkt meiner Meinung nach. Ich finde eben zum Beispiel eben die Möglichkeit durch den Computer oder so, dass man Bilder schaffen kann, nicht nur die Dame. Und diese Bilder, die sind eben diese Poetic Images, also das poetische Bild, das kommt natürlich von Bachelard. Carlo Molino, der hat die definiert als diese Bilder, wo Intuition und Expression sich überlappen, eben genau eigentlich diese zwei Feedback-Loops, Intuition, meine eigene als Designer, und Expression, das heißt, andere verstehen es auch. Das ist für mich eigentlich genau die Art der Dokumentation oder sozusagen des Materials, was ich brauche, um sowohl atmosphärisch, das heißt, als wirklich auch sinnlich, also experientiell, eine gewisse Eigenschaft und Attitüden des Entwurfs zu erklären und zu vermitteln und auch dieses Poetische und auch dieses Strategische. Also man kann das eben, und diese Überlappung, die schaffe ich mit dem Computer, weil ich eben diese Intimität zu dem Medium habe. Aber das bedeutet nicht, dass es für andere funktioniert, aber es ist einfach wichtig, dass man eben dass man Art und Weisen findet, wo man eben nicht nur geschlossene Systeme findet, also nur zu sich selbst, also auch für mich ist das so, tut mir leid, wenn es für dich nicht ist, sondern dass sie auch offen sind. Und ich glaube, in meinem Bereich, das ist zwar ein fassender Widerspruch, aber nicht wirklich, ist natürlich ein geschlossenes System, also es funktioniert für mich, aber die Daten, die rauskommen, sind eben verständlich. In dem Sinne ist es auch offen und deshalb auch Maschinen, hinten auch Arduino, Scripting natürlich auch, aber Feedback-Loops, Technologie und Materialität, Soziologie, egal was, also das sind eben auch andere Bereiche, die damit reingebracht werden können. Mit der Skizze, wie gesagt, eher weniger, aber es ist nicht ein Modell, welches unbedingt von anderen Leuten verfolgt werden sollte, weil es hat nicht wirklich eine Wirklichkeit in sich. Also